Herzlich willkommen zur nächsten digitalen Sportstunde von Phoenix Hagen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust und seid motiviert, mit mir und uns das Video heute durchzuführen, die verschiedenen Aufgaben, die wir euch geben. Zum einen erzähle ich euch jetzt, was ihr für Material braucht, damit ihr gleich Zeit habt, das zu holen. Wir brauchen oder ihr braucht ein Glas Wasser oder was ihr für einen Durst nehmt. Wasser ist am besten beim Sport, denn wir machen heute die Trinkpause zusammen. Ihr braucht entweder ein Handtuch, ein T-Shirt oder ein paar Socken oder alles drei, wie ihr möchtet. Holt das gleich und dann seid ihr auch gut ausgestattet. Und wir brauchen einen großen Ball. Ihr drückt jetzt kurz auf Pause und habt Zeit, euer Material zu holen. Ich packe meins beiseite und wir starten mit dem Aufwärmen. Unser Aufwärmen sieht heute so aus, dass ich Zettel vorbereitet habe, wo Begriffe aus dem Basketball draufstehen. Diese werde ich ziehen und pro Buchstabe eines Wortes gibt es eine verschiedene Bewegungsaufgabe. Die werde ich kurz sagen und auch kurz erklären oder vormachen, damit ihr wisst, was wir machen. Und dann fangen wir an. Unser erster Begriff, das Wort werfen. Ganz wichtig im Basketball. Werfen besteht aus der Übung Seitgalopp für W. Das E ist der Einbeinstand. Wir nehmen ein hoch, vielleicht verwechseln wir dann auf die Seite. Das R sind Skipping oder auf der Stelle ganz schnell laufen. Ja, hohe Frequenz. Das F, wir gehen in die Liegestützposition und versuchen die zu halten. Danach kommt nochmal das E, dann machen wir wieder den Einbeinstand. Und das N sind Ausfallschritte. Ja, wir gehen immer nach unten, zurück und wieder nach unten. Alles klar. Das Ganze machen wir jeweils 15 Sekunden und starten dann jetzt mit dem B, das war der Seitgalopp. Alles klar, dann geht's jetzt los. Sehr gut. Wir gehen direkt über in den Einbeinstand vom E. Ein hoch und los geht's. Wer Schwierigkeiten hat, kann das natürlich auch ausgleichen mit den Armen. 5, 4, 3, 2, 1 und wir wechseln das Knie. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Alles klar. Das nächste sind die Skippings. Bereit? Los geht's. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Alles klar. Und wir gehen in die Liegestützposition. Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Das E kommt mir bekannt vor. Wir nehmen wieder den Einbeinstand. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir wechseln wieder die Seite. Noch 10. 5, 4, 3, 2, 1. Und der letzte Buchstabe vom Werfen waren die Ausfallschritte beim N. Davon machen wir 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, noch 5, 11, 12, 13, 14 und 15. Alles klar, das war's mit dem Board werfen. Wir ziehen das nächste Board. Unser nächstes Board. Passen. Passen besteht aus folgenden Übungen. Beim P machen wir Superman. Für die Superman-Übung legen wir uns auf den Boden, machen eben die Beine an, die Hände nach vorne und ziehen die Hände zu uns nach hinten. Das nächste fürs A sind die Hampelmänner. Ja? Davon machen wir 15 Stück. Dieses S machen wir zum einen beim ersten S die Arme nach vorne, den rechten Arm nach vorne kreisen, beim zweiten S den linken Arm kreisen. Ja? Das E sind wir wieder der Einmalstand. Wieder mit beiden Seiten. Und das N, wie schon beim Werfen zum Abschluss, die Ausfallschritte. Alles klar? Bereit? Dann fangen wir an mit dem Superman. Bereit? Los geht's! Das nächste, dann passen komplett A, die Hampelmänner. 15 Stück, los geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir gehen in das S über, Arme nach vorne kreisen, den rechten Arm. Sekunden, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1 und wir gehen direkt in den linken Arm über, wieder 15 Sekunden, 10 Sekunden, 5, 4, 3, 2, 1 und der Einmalstand, ja, wir schon geübt drin, immer locker. Links an. 10 Sekunden. Und halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und wechseln. Noch 10. 5, 4, 3, 2, 1. Und zum Schluss die Ausfallschritte. Wieder 15 Stück. Wir haben gerade mit rechts angefangen. Fangen wir mit links an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14 und 15. Sehr gut, das war's mit dem Wort passen. Wir ziehen unser letztes Wort. Unser letztes Wort ist das Wort Coach. Auf Deutsch Trainer, wir sagen Coach. Coach beginnt mit einem C. Beim C machen wir die Kniebeugen. Oberkörper gerade, schön runtergehen. Ja, so. Dann machen wir den Schwimmer. Wieder auf den Boden. Füße hoch und die Hände von oben nach unten. Das A kennen wir schon. Die allseits bekannten Hampelmänner.
Dann noch ein C. Wir gehen wieder in die Kniebeuge. Und das H machen wir Strecksprünge. Runter in die Hocke und nach oben springen. 15 Stück davon. Ja? Gut, alles klar. Wir beginnen mit unserem ersten C. 15 Kniebeugen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und die letzte. Alles klar. Wir gehen in den Schwimmer rüber. Boden legen. Füße hoch. Hände hoch. Und fünf in die Kurve. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Gut, Hanselmänner haben wir schon viele gemacht. Wir machen davon jetzt noch 10 Stück, alles klar? Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das nächste sind wieder unser C. Hier machen wir wieder eine 10 Kniebeuge, weil das haben wir hier gemacht. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir machen noch das A, 15 Strecksprünge. Schön tief in die Hocke gehen und nach oben weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. So, das war's mit unserem Aufwärmen. Wir holen unser Glas. Trinken erstmal eine Menge. Wenn er nichts hat, kann er wieder sein Glas holen oder eine Flasche holen und macht kurz Pause. Ein bisschen aufschütteln, die Knie auch, dann locker werden, damit wir gleich den Tropfen überlegen. Wir gehen jetzt über den Hauptteil. Im Hauptteil brauchen wir das gerade angesprochene Material, Socken, Handtücher, Hosen, T-Shirts. Ich persönlich werde für T-Shirts nehmen, was ihr nehmt, ist euch überlassen. Mit unseren vier Materialien bauen wir uns jetzt quasi eine Art Leiter auf. Das geht so, dass wir das lang auslegen und vor uns legen. Guckt, dass ihr rechts und links, hinter und vor euch genug Platz von der Wand habt, macht zurück im Flur und legt das nächste mit einem Schritt Abstand vor der andere. Und machen wir das jetzt bei den nächsten beiden auch. Ein Schritt Abstand und auch hier nochmal ein Schritt Abstand. Die erste Aufgabe unserer Leiter wird sein, mit einem Kontakt einfach durchlaufen. Wenn wir angekommen sind, laufen wir wieder zurück. Das Ganze wiederholen wir dann nochmal, dass wir das Ganze zweimal machen. Als nächstes gehen wir mit zwei Kontakten in ein Feld. 1, 2, 1, 2. Auch das wiederholen wir, dass am Ende 4 Bar gelaufen sind. Komm wieder zurück. Nochmal. Und nochmal.
nächstes wird schwieriger. Wir laufen da rückwärts durch unsere Leine. Wer es ohne Gucken versuchen möchte, das ist ein bisschen schwieriger, der macht ohne Gucken. Ich mache es einmal mit Gucken vor, damit das wird unsere Standardaufgabe sein. Ja? Wir können zwei Kontakte machen, wir können mehrere Kontakte machen. Wichtig ist, ihr sollt eure T-Shirts oder ausgelegte Materialien nicht berühren. Ihr könnt es auch mit einem Kontakt machen, das ein bisschen durchgehen. Hauptsache, wir machen es rückwärts. Wieder vier Bar. Als nächstes brauchen wir unseren Ball. Meiner liegt hier schon, wenn ihr ihn noch nicht habt, holt ihn schnell und wir treffen uns wieder am Anfang unserer Leiter. Wir machen das gleiche wie gerade, nur haben wir jetzt den Ball dabei. Wir machen einen Kontakt pro Feld und dribbeln den Ball direkt vorbei. Okay? Auf dem Rückweg. Machen wir das mit links. Okay, verstanden? Dann versuchen wir es. Gleiche wieder mit zwei Kontakten. Ein bisschen schwieriger. So, als nächstes dribbeln wir und gehen im Seitgalopp durch unsere Leiter durch. Das sieht dann so aus. Ja, versucht, wer es möchte, einen Handwechsel zu machen. Das heißt, wenn wir hier durchgehen, machen wir mit rechts, wechseln die Hand und gehen mit links durch. Okay? Los geht's. Alles klar. Das sollte unsere Leiter gewesen sein. Wir sammeln sie schnell wieder ein. Gehen in unsere nächsten Aufgaben. Weiter geht's mit unseren nächsten Aufgaben. Hierfür brauchen wir jetzt unseren Ball und ein T-Shirt. Eine Hose, ein Tuch, ein Socken, ein Handtuch, was ihr gerade da habt. Ich nehme wieder das T-Shirt und den Ball. Wir fangen an, werfen das T-Shirt hoch und übergeben den Ball in die andere Hand. Das sieht dann so aus. Wenn ein Fehler passiert, wenn es runterfällt, nicht schlimm, wieder aufheben, weiter geht's. Wir machen das Ganze 10 Mal. Und los geht's. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Wir wechseln und werfen den Ball hoch und übergeben das T-Shirt. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Alles klar. Das nächste, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn wir machen das gleiche auf einem Bein. Das heißt, wir haben unsere Bälle, unser Ball und unser T-Shirt und stehen auf einem Bein. Wir werfen zuerst das T-Shirt hoch und übergeben den Ball. Wer zwischenzeitlich abstellen muss, und sich neu sortieren muss, er kann das gerne wieder tun, macht einfach zur Pause und startet wieder mit. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5
So, mal auch kurz einmal absetzen. 6, 7, 8, 9 und 10. Oh, runtergefallen, passt mir auch. Gar nicht schlimm. Wir wechseln das Bein und wechseln auch unseren Gegenstand, den wir hochwerfen. Jetzt werfen wir den Ball hoch und übergeben das T-Shirt in die andere Hand. Los geht's. 1, 2, 3, hoch, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Unsere nächste Übung wird sein, ich habe wieder ein T-Shirt in der Hand und einen Ball. Wir halten es über Kreuz, lassen es fallen, fangen es aber normal wieder auf. Das heißt, wir müssen die Arme entkreuzen, bevor wir die Sachen wieder auffangen. Das sieht dann so aus. Ja? Wieder gekreuzt und wieder entkreuzt. Das machen wir wieder 10 Mal. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 und 10. So, das war's mit unserem Hauptteil. Wir machen die nächste Trinkpause, holen uns wieder unser Glas Wasser, entspannen uns ein bisschen, schütteln wieder die Hände aus, Füße aus, werden ein bisschen locker, bevor wir gleich eine Abschluss-Challenge für euch vorbereitet haben. So, wir sind am Schlussteil unseres Videos angekommen. Für diesen Teil habe ich mir den Julius dazu geholt. Hallo. Den kennt ihr schon aus den AGs, aus den Videos vorher. Wir haben eine kleine Challenge für euch. Ihr sucht euch einen etwas schwierigen Gegenstand, wie am Ball genommen, und streckt den gleich von eurem Körper weg und versucht den so lange zu halten, wie es nur geht. Ja? Wir starten jetzt und dann geht's los. Wenn ihr übrigens noch Fragen habt, an Spieler, Trainer, Mitarbeiter von Phoenix Hagen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns hier an die eingeblendete E-Mail-Adresse in der Infobox schickt. Könnt kreativ sein, einfach raushauen, was euch interessiert, und wir freuen uns auf eure Fragen. Wir machen unsere Challenge jetzt noch 10 Sekunden. Ihr versucht es einfach noch länger, so lange wie ihr möchtet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit und ja, bis demnächst.